Hi Leute! Ja, wir sind hier in Hannover, hinter uns das schöne Rathaus und wir haben uns eine neue Serie für euch überlegt und zwar vegan in Hannover unterwegs. Wir sind ja beide waschechte Hannoveraner, hier auch geboren und wir entdecken quasi unsere Stadt jetzt nochmal komplett neu. Seit 5 Monaten ernähren wir uns vegan und entdecken quasi so das vegane Hannover jetzt und würden euch da gerne mit auf die Reise nehmen und euch mal so zeigen, wie man sich in Hannover vegan ernähren kann oder was es hier so gibt. Ja, heute nehmen wir euch mit ins bekannteste Restaurant. Das ist das Hillers und da gehen wir jetzt mal hin. Hi, wir sind hier heute im Hiller essen. Das ist das älteste vegetarische Restaurant Deutschlands. Seit 1955 gibt es das und ist sogar seit 2 Jahren jetzt komplett vegan. Und wir probieren hier heute mal das 3-Gänge-Mittagsmenü aus. Da kann man sich aus 3 verschiedenen Hauptgängen was auswählen und kriegt noch eine Vorspeise und ein Dessert dazu. Und ja, es ist auch schön gelegen, hier direkt am Bahnhof, sehr zentral, aber in so einer kleinen ruhigen Nebenstraße. Und wir können hier auch schön draußen sitzen, hier im Sommer. Wunderbar. Wir sind jetzt hier zur Mittagszeit und mittags gibt es hier immer ein Mittagsmenü. Da gibt es 2 verschiedene Sorten, die man sich auswählen kann vorweg. Einmal Rohkost oder eine Suppe. Dann 3 verschiedene Hauptgänge, da hat man die Auswahl. Und zum Schluss gibt es noch ein Dessert. Da gibt es dann keine Wahlmöglichkeit. Und das probieren wir jetzt mal aus, die verschiedenen Sachen. Zur Speise habe ich jetzt einen Rohkostteller bekommen. Hier haben wir so einen. Und ich habe vorweg jetzt eine Tomaten-Rettich-Cremesuppe. Ja. Ist das auch in Ordnung? Guten Appetit. Danke. Also ich habe jetzt hier den Hauptgang. Das ist tomatisiertes Wirsing-Mangold-Gemüse mit einem Sojabratling und Rosmarinkartoffeln. Das probiere ich mal. Das sieht auf jeden Fall lecker aus. Schmeckt gut. Das schmeckt auch gut. Top. Und ich habe hier die Gemüselasagne. Sieht auch super aus. Schmeckt. Uns hat es richtig gut geschmeckt hier im Hiller. Also unser Fazit fällt richtig positiv aus. Wir trinken jetzt hier noch gemütlichen Sojalatte und wir können das Restaurant auf jeden Fall weiterempfehlen, auch wenn ihr vielleicht nicht aus Hannover kommt, aber mal in Hannover am Bahnhof umsteigt. Es ist 5 Minuten Fußlauf vom Bahnhof, also es lohnt sich hier mal reinzuschauen. Und was man hier auch machen kann, und das werden wir auch mal ausprobieren, ist ein veganer Kochkurs mit 4 Teilnehmern. Das ist übersichtlich und da werden wir uns auf jeden Fall mal so anmelden, um das mal auszuprobieren. Können wir natürlich auch noch was dazu lernen und wenn wir das schaffen, dann berichten wir euch davon auch mal. Wenn euch das Video jetzt gefallen hat und das Format euch gefällt, dann gebt uns doch bitte ein Like und schreibt uns das in die Kommentare. Dann werden wir in Zukunft auf jeden Fall noch andere Restaurants vorführen hier aus Hannover und Einkaufsmöglichkeiten zeigen. Also bis dahin, macht's gut. Ciao. Ciao. Wir nehmen euch. Tomatisiertes Mangoldgemüse.
machen.